Die tiefgreifenden Umwälzungen, denen China unterliegt, sind einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Wie soll man ihre Tragweite erfassen? Wo soll man anfangen? Um das heutige China zu begreifen, lassen wir Fotografen zu Wort kommen. Sie betrachten die Dinge aus unmittelbarer Nähe. Ihre Bilder sind ein Schutzwall gegen das Vergessen und ein Fenster zu einer Welt im Wandel. Sie schaffen ein Bewusstsein und rücken den chinesischen Blickwinkel in den Vordergrund. In China wollen die Leute heute alles über den Haufen werfen. Sie wollen aufsehenerregende Sachen machen. Überall wird abgerissen und alles umverlegt. Diese Zerstörungswut ist schrecklich, die macht mir Angst. Jahrtausende lang sprachen die Chinesen von der Verschmelzung von Mensch und Natur. Aber indem wir jetzt Himmel und Erde über den Haufen werfen, ist es gut möglich, dass wir auch die Geister und Götter vertrieben haben. Die Natur haben wir jedenfalls schon besiegt. In letzter Zeit ist in China etwas Seltsames geschehen. Das Volk, das die Natur immer verehrt hat, erlebte plötzlich, wie sich seine Umgebung in rasendem Tempo und mit ungekannter Wucht veränderte. Große Bauvorhaben sind in China Tradition und haben regelmäßig das Gesicht des Landes verändert, jedoch nie zuvor so sehr wie unter Mao. Er bringt die Nation dazu, mit beiden Beinen zu marschieren, das heißt sowohl auf die Produktivität der Arbeiter als auch auf die der Bauern zu setzen. Im Verbund mit der Technik schwingt sich China wie zu einem Schöpfergott auf und nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Damit erfüllt es sich seinen Traum, ein modernes Land zu werden. Unentwegt wollte China als hochentwickeltes Land Bedeutung erlangen. Heute hat es die Stadt als Symbol des wahren Lebens für sich auserkoren. Wie bei jedem Dynastiewechsel bricht das Land mit der Vergangenheit und beseitigt Altes, um Neues zu schaffen. Doch diesmal gibt es im Namen der sakrosankten Modernität landwirtschaftliche Flächen an die Industrie ab, siedelt Dörfer um zugunsten der größten Staudämme der Welt, weiht Hunderte von Museen ein, baut Paris nach und lässt der Immobilienspekulation überall freie Hand. Nach 2010 erreichen die Zahlen der städtischen Bevölkerung einen markanten Punkt. Das Wachstum der größten Fabrik der Welt lässt sich nicht aufhalten. Unvermeidlich erwachsen daraus extrem krasse Gegensätze zwischen Reich und Arm. Mit seinen beiden gewaltigen Größen, seiner Fläche und seiner Bevölkerung, navigiert das Land auf Sichtweite und nimmt dabei seinen eigenen Grund und Boden in Geiselhaft. China wurde damit zu einem einzigen Stresstest. Wie lässt sich der Alltag leben? Wie soll man lieben? Wie seine Zukunft planen? Einige passen sich an, andere gehen fort. Doch die meisten leben in einer Umgebung, die ihnen fremd geworden ist. Wie oft mögen sich Taxifahrer in der Stadt ihrer Kindheit schon verfahren haben? Die Fotografen haben dabei eine doppelte Aufgabe. Natürlich sollen sie festhalten, was die Modernität noch nicht verschluckt hat. Aber es geht ebenso darum, die Entwicklung eines Gebiets zu erfassen, dessen unablässige Verwandlung faszinierend und erschreckend zugleich ist. Ich
Es gibt zwei Gründe, warum ich nicht ins Ausland gehe. Erstens liebe ich dieses Land sehr, trotz seines jämmerlichen Zustands. In China gibt es ein altes Sprichwort. Wie geht das nochmal? Kinder machen ihre Mutter nicht wegen ihrer Hässlichkeit schlecht. Der Hund macht sein Heim nicht wegen dessen Armseligkeit schlecht. Das ist der erste Grund. Der zweite ist, dass China sich derzeit in einer phänomenal absurden Lage befindet. Das darf man doch nicht verpassen. Da die Fotografen zeigen wollten, was ihre Zeit hinterlassen würde, war der Ausgangspunkt oft die Stadt. Vor nur 20 Jahren war diese chinesische Stadt noch im Entstehen begriffen. Heute gibt es solche Städte zu Tausenden. Xu Peiwu ist auch traditioneller chinesischer Landschaftsmaler. Er wollte bis ins kleinste Detail die Geschichte des urbanen Wandels erzählen, um die Erinnerung an Canton und den Perlfluss wachzuhalten. Ich habe 1993 angefangen, die Stadt Canton zu fotografieren. Insgesamt 16 Jahre lang. An diese Zeit habe ich prägende Erinnerungen. Hier war ein Fischerdorf. Die Leute holten ihre Boote raus und gingen auf den Perlfluss fischen. Und da gab es viele Garküchen. Hinter dem Fischerdorf gab es die Schweinezüchter. Als ich vor 10 Jahren hier war, um zu fotografieren, herrschte eine ganz andere Atmosphäre. Es gab viele Leute aus anderen Provinzen, aber auch viele Einheimische. Es war sehr gemischt. Morgens aß man Reisfladen mit Würstchen. Ein paar Bier kosteten nur ein paar Yuan, das hat man so im Gehen getrunken. Jetzt kostet es Dutzende Yuan und man muss sich hinsetzen. Ich finde, es war vorher besser. Im Zusammenhang mit der Planung der neuen Stadt am Perlfluss wurden diese Siedlungen im Juni 1999 abgerissen und woanders hin verlegt. Im September 1999 war das Ganze nur noch eine Grünfläche und es gab keinen Fluss mehr. 2003 hat man dann angefangen, Rasen zu pflanzen und die große Oper von Canton wurde gebaut. Mit meinen Fotos wollte ich versuchen, etwas von dieser Stadt festzuhalten. Nachdem all die Gebäude fertig waren, kam mir meine Arbeit auf einmal viel weniger faszinierend vor, denn am wichtigsten war mir der Prozess. Wenn das Ganze erst einmal Form angenommen hat, können die Touristen mit ihren Handys oder Kameras ihre Bilder machen. Ich halte das übrigens für eine schöne Sache. Jeder kann Fotos machen. Canton hat als eine der ersten Metropolen Gestalt angenommen und sich zu einer Stadt des Lichts entwickelt, einem Manhattan des Orients, einem Mekka für Investitionen und Größenwahn. Andernorts in Chinas Randgebieten wird ebenfalls überall der Traum von der Stadt wahr. Wie schnell? Das hängt vom regionalen Bruttoinlandsprodukt und von den Lokalpolitikern ab. Chinas Weg in die Moderne nachzuzeichnen, ist für die Fotografen ein gewagtes Unterfangen. Denn wie soll man dieses Land, das selten gezeigt wird, weil es noch immer als unterentwickelt gilt, in seiner ganzen Größe erfassen? Wie soll man da eine Richtung finden? Bei tausenden Kilometern neuer Autobahnen, die manchmal in einer Sackgasse enden. Ich bin in Chengdu aufgewachsen und habe dort gelebt. Es ist eine Stadt, in der die Sonne eher selten scheint. Als ich Angelopoulos Filme entdeckt habe, wie Landschaft im Nebel, Der schwebende Schritt des Storches oder andere, die unterwegs auf der Straße spielen, war ich gleich sehr eingenommen von der poetischen Atmosphäre und dieser diffusen Traurigkeit.
Das hat mich sehr berührt und auch meine eigene Arbeit beeinflusst. Insbesondere meine Fotoserien Nord-Süd und Nationalstraße 318. In der Literatur hat mich Kerouac beeinflusst. Ich finde, in seinen Büchern kommt die Suche nach dem Ich stark zum Ausdruck. Man entscheidet sich, auf alles Materielle zu verzichten und in einem Prozess der Erschütterung zu leben, um die Quintessenz des Lebens herauszufinden und zu spüren. Das ist der Grund, warum ich von da an diese Methode übernommen habe, unterwegs zu arbeiten. Meine Idee war ursprünglich, in den Gegenden, durch die die Landstraßen führen, Fotos von der heutigen Zeit zu machen, von der Stimmung der Menschen dort, so wie in vielen aufeinanderfolgenden Schnitten. Oh, 这个照片这个是这个村子的人哦是的是的对你认识他吗麻烦你帮我把这个照片交给他这个是我上次给他拍的送他一张可以可以你帮我交给他可以吗可以好没关系好小猫 Luo Dan war monatelang unterwegs, von Norden nach Süden und von Shanghai nach Lhasa. Die zufälligen Begegnungen waren es, die der Geschichte über die Verwandlung der Gegend den Sinn gaben. Es sind Bilder entstanden über die Irrungen und Entwurzelungen einer Zeit, die dem Anschein nach mit ihren Ursprüngen gebrochen hat. Um die verlorenen Bande neu zu knüpfen, wollte Qiu an den Ort seiner Kindheit zurückkehren. Indem er seine Heimat in Bildern wieder aufleben lässt, greift der Fotograf auf seine eigenen Wurzeln zurück, die zugleich die Wurzeln eines ganzen Volkes sind. Ich habe nach meinem Universitätsdiplom mit dem Fotografieren angefangen. Ich wollte die Fotos meiner Kindheit wiederfinden. Ich habe den Leuten, die jetzt im Mittelpunkt meiner Fotos standen, Masken angezogen, damit man sie nicht erkennt. Auf diese Weise konnte ich den Schwerpunkt auf die Szenen legen, auf die Bilder aus meiner Kindheit. Henan ist die Wiege unserer Kultur. Ich wollte immer schon diese Kultur in Mittelchina fotografieren. Kaum bin ich aus dem Bus gestiegen, hörte ich die Leute sagen, Kaifeng sei wie Peking vor 15 Jahren. In Kaifeng ist die Atmosphäre noch so wie früher. Zu allen Zeiten gab es Veränderungen. Aber was heute passiert, ist außergewöhnlich heftig. Außerdem gibt es eine starke Homogenisierung. Die Besonderheit jeder einzelnen Stadt verliert sich mehr und mehr.
Man muss seine Heimat zunächst einmal lieben, um in der Lage zu sein, sich gut darum zu kümmern. Das Problem heute ist, dass die Leute hierhin und dahin fahren und dabei immer nur kurzfristigen Interessen nachgehen. Von Norden nach Süden begegnet man immer wieder dem gleichen Problem. Überall wird gebaut, überall Verstädterung. Alles, was sich abreißen ließ, wurde abgerissen. Die armen Chinesen besitzen gerade noch ihr Geld. Auf der Suche nach einem Weg durch die Trümmerfelder des alten China hält Chiu immer wieder Ausschau nach Spuren der Vergangenheit. An Orten, die von den Betonmischern bislang übersehen wurden. Indem sie all die chaotischen Situationen festhielten, denen sie begegneten, wurden die Fotografen zu Seismologen der Landschaft. Und danach? Was ist noch zu sagen? Was ist hinter den endlosen Baustellen des neuen China zu sehen? Diese Frage beschäftigte in den letzten Jahren alle, die den Wandel der Städte und Dörfer begreifen und erklären wollten. Antworten fanden sich nicht mehr unbedingt auf den Baustellen selbst, sondern vielleicht woanders, dort, wo das Land noch unberührt war. Eine grundlegende kulturelle Frage schien sich zu stellen. Um eine Antwort zu finden, musste der Horizont erweitert, musste Höhe gewonnen, mussten Berge erklommen werden. Die Leute, die ich fotografiere, leben im Distrikt Fugong, im Tal des Flusses Saluen. Das liegt in der Provinz Yunnan. Sie sind alle Bauern und sehr gläubige Christen. Die Leute hier leben mit der Natur. Das ist eine sehr enge Beziehung. Außerhalb des Tals steht man eher in einem Gegensatz zur Natur. Man handelt gegen sie, als wollte man sie unterwerfen.就像你在看着我的那个镜头，你在想事情，或者是你在想着其他的东西，这样，而不是就是说你看着你觉得你是在照一张相，或是怎么样。好。
你还是在笑，你的脸，你的脸在动，平静一下，平静一下啊，不要紧张，然后就是很安静的，就是直接看着镜头，你笑的不要笑，因为你的笑，你看你笑吧，都在动，很紧张，稍微放松，就像你坐在那个教堂里刚坐进去这样。 好了，对了，你的嘴巴可以闭上，对，身体不要歪，坐正，哎哎，对了，开始了啊，准备了，看着这儿，一直看着这儿啊，我数数，一二三四，都一直看着这儿，好，好。 一二三四，哇，好了，很辛苦，谢谢，小莫，小莫，好，去休息一下，嗯。你让我裹带了，哎呦，他过来都在我裹带了嘛。 Ich habe mich für diese handwerkliche Technik entschieden, wegen ihrer Wirkung. Es ergibt einen einzigartigen Zeitbezug. Es sieht aus wie ein Foto, das vor 100 Jahren gemacht wurde. Im Laufe der vielen Jahre entsteht diese besondere Patina, die die Zeit mit sich bringt. Als diese Technik im 19. Jahrhundert in Frankreich verwendet wurde, verfolgten Daguerre oder Nadar ein anderes Ziel. Sie taten ihr Möglichstes, um diesen Effekt zu vermeiden. Und sie sind bis zur Perfektion gelangt. Zum einen, was die Qualität der Bilder angeht, zum anderen, was die Wiedergabe der geistigen Befindlichkeit der fotografierten Personen betrifft. Sie sind wirklich bis zur Perfektion gelangt. Durch diesen Effekt sollen meine Fotos eine zeitliche Dimension bekommen. In meiner Serie Simple Song sind nicht unbedingt die Leute, die ich fotografiert habe, das Thema meiner Arbeit. Durch diese Arbeit will ich so werden wie Sie. Wenn ich mein vorheriges Leben mit Ihrem derzeitigen Leben vergleiche, wünsche ich mir, innerlich so zu werden wie Sie. Ich wünsche mir eine dauerhafte innere Kraft, die mir hilft, standhaft zu sein in allen Situationen. Im Glück wie im Unglück. Eine innere Kraft, aus der ich schöpfen kann, die mir hilft, die Zukunft anzugehen. In diesem Zustand befinden sie sich meinem Eindruck nach. Und den Zustand möchte ich eines Tages auch erreichen. Deswegen sage ich, dass ich wie sie sein möchte. Während seines monatelangen Aufenthalts in den Bergen verewigte Luo dann Menschen, auf die der Wandel der Zeit keinen Zugriff hatte. Als er das Dorf verließ, war sein Gedanke: Alles, was wir besitzen, kennen sie noch nicht. Und alles, was sie wissen, haben wir schon verloren. In China vollzieht sich dieser Verlust abrupt, dramatisch und in einem gigantischen Ausmaß. Innerhalb von kaum 30 Jahren musste die bäuerliche Kultur der städtischen weichen. Genau dort haben sich die Fotografen positioniert. An dem abrupten Übergang, der alles aus den Fugen geraten und verschwinden lässt. Die Bilder der Fotografen liefern eine visuelle Erinnerung
und damit wertvolles Rüstzeug für ein Volk, das schon jetzt gegen den kollektiven Gedächtnisverlust ankämpft.